Hey meine Lieben, ich hatte ja gestern unsere Benefizveranstaltung, die mega gut waren. Ich bin mega zufrieden. Und ja, ich habe ganz viele Fragen wegen meinem Auge gekriegt. Darüber wurde auch berichtet. Ich habe die Iris ja zu einem Spiegel formen lassen oder Herr Greiner, mein Prothetiker, hat das zu einem Spiegel geformt. Und das würde ich euch gerne mal zeigen, weil es da viele Fragen gab, warum ich das gemacht habe. Ihr kennt ja mein Logo. Da ist es so, dass ja die eine Hälfte rot ist und das Auge ein Stern ist, das funkelt. Und die andere Seite normal. Und das soll ich so ein bisschen widerspiegeln. Also es war mir wichtig, dass es so einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Und das wollte ich rüberbringen, dass wohin denn die Medien kommen, um mich fotografieren oder filmen, dass so ein bisschen das Licht reflektiert wird, dass das Vereinslogo so ein bisschen in Zusammenhang gebracht wird. Das war mir halt wichtig. Und der zweite Aspekt ist, dass die Augen einfach das Tor, der Spiegel zur Seele ist und einfach die Reflexion. Man sagt ja, man reflektiert etc. pp. Und da ich ja kein Auge habe, genau, dann gebe ich die Reflexion an sich weiter. Das heißt, ihr seht euch ja in meinem Auge. Ihr seht das ja. Also ihr könnt euch da drinnen richtig spiegeln. Und das war so der Hintergrund. Dann gibt es natürlich jetzt für Zartbeseitete bitte das Video ausmachen. Ich habe ganz viele Fragen gekriegt, was ist ein Glasauge? Das hört mein Okularist ja gar nicht gerne. Das ist eine Prothetik. Ich muss das aber auch erst lernen, sage ich euch ganz ehrlich. Wie sieht das aus? Ist das rund? Ich würde das jetzt rausnehmen. Also jeder, der ein bisschen zart beseiteter ist oder gerade ist, vielleicht ausmachen oder später angucken. Also, das ist einmal, ihr seht schon, ein bisschen herzförmig gestaltet. Ich nehme das jetzt mal raus. Und dann war es das auch schon. Die Prothetik sieht an sich so aus. Das heißt, dieser kleine Arm greift nach hinten. So hält das auch. Und es ist nicht rund, es ist kein Glasauge, es ist keine Kugel, wo man was im Bus rumgeschubst wird, damit ich gucken kann vorne, ob noch ein Platz frei ist. Das ist einfach so eine, wartet, so eine Halbschale. Sieht ein bisschen aus wie eine Landkarte. Und da drauf ist dann die Iris. Also sieht an sich eigentlich dann aus, wenn jemand das möchte, wie ein normales Auge. Und innen drin ist halt nur Schleimhaut. Das ist dieses Dermisfettkopf, was ihr seht, dieser kleine Pönöpel da drinnen. Das ist mein Fett. Da wurde mir ja von meinem Popo ein bisschen Fett genommen. Und ich habe so eine lange Narbe am Popo. Und seht ihr auf der Homepage, habe ich auch gleich alles dokumentiert. Und das ist mein Fett. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Es bewegt sich. Also ob man das sieht, wenn die Prothetik draußen ist. Aber ansonsten ist es wirklich rot. Hier sieht man noch einen Narbenstrang, der muss noch weg, das muss noch operiert werden. Aber an und für sich, dass ihr wisst, das ist ein Glasauge, eine Prothetik. Ich werde gleich gehauen von meinen Okularisten. Und ganz einfach, man nimmt man raus, es tut nicht weh. Ich finde es aber angenehmer, wenn es drin ist. Weil das ist wie, wenn du erkältet bist und den Mund die ganze Zeit aufhast, dann trocknet dein Mund aus. Ist das gleiche Spiel, ne, im Mund. Ich mache das jetzt mal wieder rein. Mit einer Hand ein bisschen schwieriger, aber alles machbar. So, und dann popelt man das hier so rein. Ein bisschen. Und jetzt ist es wieder drin. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen beantworten. Wie gesagt, Benefizveranstaltung, warum habe ich das anfertigen lassen? Einmal die Reflexion an sich selber. Tor zur Seele. Spiegel zur Seele und einmal das Vereinslogo widerspiegeln. Ich danke euch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir. Ich beantworte euch die gerne. Jede Frage ist willkommen. Es gibt keine dummen Fragen. Das werde ich auch immer ganz oft gefragt. Darf ich dich mal was Dummes fragen? Gibt es nicht. Und wenn ihr Interesse habt, noch was zu erfahren von meinem Körper, von mir, von der Situation, von der Geschichte, schreibt mir einfach und ich beantworte die. Tschüssi.